Ahnreit im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Für Alpenprinzessin Julia steht eine außergewöhnliche Tour an. Das Busbabe und ihr 14 Tonnen Prachtstück verbringen das Wochenende im Park. Zusammen mit 23 ganz besonderen Fahrgästen. Los geht's, Abfahrt! So, ich bin schon gespannt. Also ich glaube, dass das heute komplett perfekt wird. So, da, fahr mal! Das Busbabe hat die ganze Tour alleine geplant und durchorganisiert. So, jetzt brauche ich Sonnenbrillen, weil heute wird ein so schöner Tag. Die Sonne scheint schon. Man, da muss man wirklich gut drauf sein, wenn es so ein schöner, wenn es so ein schöner Tag ist. Wir fahren jetzt einmal nach Rohrbach zu meinen Leuten und holen die dort ab. Und dann geht's weiter nach Prag, in die Stadt. Das wird jetzt was werden, wenn ich da jetzt zugefahren und alle Leute stehen, die ich kenne. Normal bin ich nicht nervös, aber jetzt ist schon so, dass ich ein wenig aufgeregt bin, sagen wir so. Denn das Besondere der heutigen Tour, von der Route zur Hotelbuchung bis hin zu Ausflügen vor Ort, hat Julia alles selbst geplant. Auch die Fahrgäste hat die Alpenprinzessin organisiert. Und die sind hauptsächlich Freunde und Stammgäste der Firma. Ah, sie sind alle da. Egal, was kommt, knapp. Ja. Kacke. Alles wird gut. Morgen. Hallo. Morgen. Danke. Ich sag danke. Hallo. Danke. War das alles? Ja? Schnell gegangen. Wir haben fast nichts mit. Wir haben vorne nur zwei Tage. Also. Hallo. Und schon kann's losgehen. So. Knapp 300 Kilometer in die tschechische Hauptstadt. Die 27-Jährige war schon mal mit ihrem Prinzessinnenbus in Prag. Allerdings noch nie alleine auf einer von ihr selbst geplanten Tour. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht die Chauffeuse. Es freut mich narrisch, dass sie halt mit mir da fort. Wenn irgendwas ist, dass euch zwei am kalt oder sonstiges ist, dann kommt es vierer. Ich glaube, es kennt mir alle. Schauen wir mal, ob wir es richten können. Ja, dann wünsche ich uns eine gute und angenehme Fahrt und ein wahnsinnig geiles Wochenende. Danke! Bin ich schon gespannt. Ja, es sind alle gut drauf und ich bin auch so saugut drauf, weil es einfach so schön ist und weil es so cool wird. Julias Zuhause liegt nur einen Katzensprung von der tschechischen Grenze entfernt. Von hier geht es über den Grenzübergang Wulowitz auf die tschechische Autobahn 250 Kilometer direkt nach Prag. Bam, 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 Autobahn, bam, bam. Nein, es ist ja keine Autobahn, es ist Schnellstraße. Schnellstraße. Habe ich da gerade einen Jägermeister gehört? Ich habe es gehört, dass wir den Jägermeister angestoßen haben. Das hört man so, das hört man einfach, wenn man, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, und auf das AFB habe ich ein Jägermeister-Lied rein. Jägermeister! So langsam passt sich die Stimmung im Bus an Julias Laune an. Und die ist heute großartig. Jägermeister! Wulowitz, 7 Kilometer. Jetzt sind wir dann gleich auf der Grenze. Ah, perfekt sind wir in der Zeit. Komplett super. Ah, das freut mich. Hey, der Birk da. Schatzelein, fahren wir in den Wald, gell? Ja.
Alpenprinzessin Julia hat gerade ihre Heimat Österreich verlassen, auf dem Weg in die tschechische Hauptstadt Prag. Die Wochenendtour hat sie komplett alleine geplant. Das macht sie zweimal im Jahr so. Die Gäste, alles Stammkunden und Freunde. Magst du einen Fisch? Nein, danke. Was, ein Fisch? Magst du einen Fisch? Was ist ein Fisch? Ein Karpfen. Mayo! Ja, ein Karpfen. Mayo! Was ist sie? Außerdem ist es ein Ananas und kein Karpfen. Dann magst du lieber eine Blume. Danke. Jetzt werde ich mit gut auch schon gefordert. Ja, super. Sicher. Ja, dass du nicht ganz so dann aussteigst. Ja. Nein, ich hätte aber nur gerne einen Gute. Ich hol dir einen. Ja, bitte. Passt, ich komm gleich wieder. Ja. Schau, ich habe jetzt gesagt, ich möchte nur einen Gute, jetzt bringt er mir noch einen. Ach, das ist ja super. Es ist eigentlich wirklich cool, wenn man Männer so im Griff hat. Das ist ja super. Heute normal nicht, aber da ist es halt auch eine Ausnahme. Die ganz frisch aufgemacht. Danke. Ich nehme drei. Eine ganz besondere Tour. Man darf die Fahrerin ansprechen und füttern. Das finde ich cool, wenn man Männer aus der Haut fressen. Ja. Das ist super. Gefällt mir. Ja, das war es aber wieder mal so typisch. Fütterung beendet. So was passiert nur auf Tour mit der Alpenprinzessin. Julias Fahrgast hat noch andere Verpflichtungen. Irgendwer muss ja den Jägermeister zur Strecke bringen. Noch 40 Kilometer bis nach Prag. Die 27-Jährige hat für ihre Leute eine Sightseeing-Tour gebucht. Das passt jetzt perfekt. Jetzt haben wir super geil in der Zeit. Komm, bleibt super. So, jetzt sind wir in der Stadt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir wozu wir fahren können. Ich habe einfach das Auto angestellt. Da sitzt keiner drinnen. Auf dem Bahnhofstreifen angestellt. Prag ist, wie jede größere Stadt, eine riesige Herausforderung für das Busbabe aus den Alpen. Ich muss aufpassen. Ich will mich jetzt da nicht verfahren, weil ich da jetzt abgelenkt bin. Jetzt hat schon wieder einfach was umgeschaltet. Ah, Scheiße. So, da haben wir jetzt ein Problem.